Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Tom Skilly mit einer weiteren Folge, einem neuen Video von U-Boot. Wir hatten ja in der letzten Folge einen Kurzbesuch in La Rochelle gemacht, um festzustellen, ob wir dort irgendwelche feindlichen Aktivitäten sehen. Es passierte nichts, wie wir gesehen haben, sahen wir nichts, aber wir haben uns das neue La Rochelle angeschaut. Jetzt geht's zurück, weil ihr seht ja oben rechts, die Patrouille ist noch gar nicht beendet, die eigentliche Mission. Ich muss die mir mal wieder selber in Erinnerung rufen. Dazu werden wir uns mit F7 mal das Kriegstagebuch anschauen. Und wir haben hier die Patrouille. Genau. So, das war das Operationsgebiet AN-43 bis AN-58. Genau. Ihr seht, es ist schon eine Menge passiert. Wir haben also hier schon auf der Rückfahrt wiederum Kontakt gehabt mit Fischerbooten. Die haben wir aber in Ruhe gelassen und sind jetzt auf dem Rückweg zu unserem Patrouillengebiet. Wir schauen uns das mal auf der Karte an und das Thema heute in dem Video wird sein, wir wollen auf kürzesten Wege zurückkehren zu unserem eigentlichen Operationsgebiet, das hier in der Nordsee liegt, östlich von Großbritannien und nördlich vom Ausgang des Channels oder zu Deutsch Ärmelkanal. Und ich werde ihn ein zweites Mal, diesmal aber von West nach Ost durchqueren und das ist natürlich heikel. Noch haben wir eine günstige Zeit. Es ist der 1. Januar, Silvester ist vorbei. Wir haben jetzt schon das Jahr 1940, den ersten Tag, den Feiertag, 5:25 Uhr. Und es ist im Prinzip, viele scheuen sich ja durch den Ärmelkanal zu fahren. Ich gucke mir eigentlich immer so alle aktuellen Let's Plays an. Die meisten fahren dann lieber im Norden um die britischen Inseln herum. Mir ist das der Weg allerdings zu lang und wir wollen mal schauen, wie wir da unbeschadet durchkommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich versuche jetzt mal den Weg an der Normandie hier vorbei. Hier liegen ja die britischen Inseln, also auch da werden wir schon Feindkontakt haben. Jersey, Guernsey und die dritte weiß ich jetzt gar nicht so, St. Helena oder so ähnlich. Hier unten liegt Saint-Malo, wo wir den größten Tidenunterschied haben. Habe ich mir auch mal angeguckt mit dieser mittelalterlichen Insel mit der Festung und dem kleinen Städtchen drauf von Saint-Malo. Und ist auch die Bucht von Saint-Malo hier. Und dann die Normandie, wo dann die Invasion stattfand. Das war, glaube ich, dann 1944, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, das waren die Strände hier in der Normandie. Juno, Gold und wie sie hießen, die amerikanisch von den Alliierten, die amerikanischen und britischen Einheiten. Ja, das heißt, wir versuchen es mal eigentlich ja auch im Feindesland, weil das ist ja jetzt auch noch französisch. Bin mal gespannt, ob es eigentlich auch französische Marinefahrzeuge gibt oder ob das nur von den Briten bewacht wird. Die Tiefe ist ausreichend. Wir haben Nacht. Wir geben mal ein bisschen Gas und da es schnell gehen muss, werden wir also auch kräftig Fahrt machen und mal in den Ärmelkanal hineinfahren.
bin mal wirklich gespannt. Wir werden es mal beschleunigen. 6 Uhr, 7 Uhr und müssen aufpassen, dass, ja, wird ja schon wieder hell. Und ich würde euch empfehlen, ich habe ja nun den Ärmelkanal schon in den 500 Stunden mehrfach durchfahren. Manchmal ist es besser, sich in der Mitte zu halten, ganz frisch, dann nur abzutauchen, wenn der Gegner in Sicht kommt oder feindliche Flugzeuge gesichtet werden. Wir versuchen es aber mal jetzt auf der französischen Seite, weil hier ist es tief genug, habe ich gesehen, um zumindest halbwegs tauchen zu können. An vielen Stellen kommt man ja sowieso nicht sehr weit runter, das ist ja hier in Taipel. Nur in der Mitte, aber da ist natürlich auch am meisten Verkehr, haben wir denn auch mal Tiefen von um die 100 Meter. Aber 50 Meter, da bin ich auch schon ganz zufrieden. Es muss auch bei 20, 30 Metern gehen. Noch ist es dunkel und wir können hoffen, dass die Luftwaffe, schauen uns das nochmal an, wir haben ja hier den Luftwaffenstützpunkt in Cornwall an der Nordküste, wo die RAF in Saint-Yves ihren Stützpunkt hat. Mal sehen, wann wir dann die ersten Flugzeuge sichten werden. Bin mal gespannt, ob die auch so weit hier rüber zur französischen Küste kommen. Also wir versuchen es mal, dann wird es ja hier eh heikel. In diesem Gebiet werden wir ganze Schwärme von Kriegsschiffen sehen. Und hier auch nochmal Bristol. Quatsch, der Hafen von Portsmouth, einer der wichtigsten Marinestützpunkte hier, ist glaube ich die Isle of Wight. Gibt es ja auch eine Mission. Und eigentlich liegt auch hier Plymouth, sind auch alles Kriegshäfen in Cornwall, die es aber jetzt hier nicht gibt. Aber hier gibt es Unmengen von Kriegsschiffen. Da müssen wir uns durchmogeln, da bezeichnen. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Das gehörte ja den Briten. Die Inseln, die sind ja dann auch von den Deutschen besetzt worden. Und wie viel Schnellboote und Marineeinheiten, wir versuchen mal sehen. Man muss flexibel sein und gucken, wie die Einheiten dann kommen. Wir werden dann anfangen rumzuhorchen, wenn es hell wird, damit wir ungefähr wissen, was so los ist. Ich glaube, jetzt sind wir noch am frühen Morgen, bleiben wir mal noch getaucht und sehen zu, dass wir hier möglichst, wir haben an der Navigation noch 10% plus. Haben sich da schon wieder bei der Maschine, ja, haben sich schon wieder Leute verabschiedet. Mal wieder zwei einsetzen. Jetzt muss ich hier wieder mit meinem Button. Aber wir wollen mal äußerste Kraft nicht. Volle auf großer Fahrt. Ich denke, das reicht aus. Okay. Wassertiefen um die 50 Meter plus minus. Wenn wir das mal beschleunigen, bis es richtig hell ist. Erstmal. Oh je. Stimmt wieder unser Plan nicht. Der Captain muss natürlich sofort auf die Brücke mit zwei Mann, zwei Matrosen. Sonst wird es ganz heikel. Mal umschalten. Wie sieht das Wetter aus? Oh, na, das ist natürlich nicht so günstig. Hier unten sehen wir ja an der Uhr die Wettersymbole. Ein bisschen bewölkt, aber sonnig, das ist nicht so schön. Und ja, da ist wieder mein Aufnahmebutton im Weg. Ich will mal ein bisschen vergrößern, das Interface. Ach, das ist ungünstig zu sehen. 12 Stunden auf See. 7 Knoten Wind. Okay. Schauen wir uns mal die See an. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Wir bleiben aber so lange wie möglich oben. Wir sind ja jetzt sehr dicht. Es war auch feines Land unter der nordfranzösischen Küste.
Aber zu sehen ist sie natürlich nicht. Da sind wir noch weit genug weg. Und müssen nun entscheiden, wann wir das erste Mal rundhorchen. Weil hier könnte das schon, hier sind wir schon im gefährlichen Gebiet eigentlich. Ich denke mal, wir werden mal wir gehen auf 24 Meter runter und schauen uns das mal an. So, bevor wir runtergehen, werden wir mal hier noch so, ich stutze gerade, warum ist hier meine Mannschaft nicht zu sehen? Seltsam. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. So, sehr seltsam, dass ich meine Mannschaft hier nicht sehe. Was ist denn das, ey? So, wir werden mal rundhorchen. Da wir nur kurz unten bleiben, machen wir auch gar kein Blaulicht an. Wir werden gleich wieder so, warum sehe ich hier meine Mannschaft nicht? Was mache ich gerade falsch? So, wir liegen auf 24, wir gehen mal auf 30 Meter runter. So, automatisches Speichern. Was mache ich hier gerade falsch, dass ich meine Mannschaft nicht sehe? Herr Kaloy? So,
Wir werden mal schauen, wie sieht es denn hier aus? Wir haben noch 12 Kaffee. Okay. Ja, ganz seltsam. Ich hoffe nicht, dass das hier irgendwie ein Bug ist. Ich komme hier überhaupt nicht an mein Interface ran, was die Mannschaftsliste angeht. Kapitän. Jetzt sind sie wieder da. Also das war ein Bug eben. Habe ich noch nie gehabt, seltsam. Wüsste auch nicht, wie man die hier eigentlich normalerweise im Interface einzeln ausschalten kann. Ja, irgendwie hört der nichts. Irgendwas müsste eigentlich hören. Gut, der Kreiselkompass ist ran. Wir können natürlich Herr Kaloy. von mir aus auch nochmal den Kreiselkompass Jawohl. ausmachen. Das Wasser müssten wir auch dann mal, das können wir machen, wenn wir wieder aufgetaucht sind. Und unser Hoffmann wird müde. Herr Kaloy. Ich glaube, den schicken wir mal Sie zur waren auf Ehren. Ruhepause, damit der fit ist, wenn wir ihn brauchen. Tja, hier ist noch niemand unterwegs. Unser bester Mann ist dran. Unser Jens Hunky. Dann würde ich sagen, auftauchen. Halbe Fahrt voraus. Und es geht wieder los. So, dann werden wir mal den Kompressor anschmeißen. So, und den Kreiselkompass und die Lenzpumpe. So, Kreiselkompass ist wieder an. Wasser ist raus, alles ist glänzt. Und wir haben schon wieder keinen auf der Brücke. Gut, jetzt habe ich das alles zu schnell beschleunigt. Unser Hoffmann, die 1WO, muss schlafen. Maschine ist besetzt. Funkraum. Soll sich mal der Funky kurz ausruhen. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Also, das ist mir ja fast zu ruhig, aber die kommen jetzt sowieso gleich. Dann werden wir mal ganz frech zwischen die britischen Inseln fahren. Habe ich noch nie gemacht, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. 51 Meter, auch hier haben wir noch genug. 46 Meter, es reicht mir alles aus. Ja, alles um die 50 Meter. Wir bleiben mal frech oben. Die Brücke ist besetzt. Maschine ist voll besetzt und wir Flugalarm kriegen. Und dann werden wir mal unseren an die Ruderanlage setzen. Mit einem Mann, dass sie dann sofort ans Tiefenruder nebenan wechseln können, wenn wir Fliegeralarm kriegen. So, und dann bleiben wir ganz frech oben. Flak ist nicht besetzt, aber das Risiko gehen wir gar nicht ein, sondern dann ist sofort Nottauchen angesagt. Werden auf gar, deswegen brauchen wir die gar nicht erst besetzen. Weil der ist jetzt sowieso müde, unser Kanonier, der Hoffmann. Ja, dann werden wir das mal beschleunigen und ganz frech Richtung Kanalinseln fahren und hoffen, dass es gut geht. Es ist immerhin jetzt Mittagsstunden, 14:33 Uhr. Bisschen bewölkt. Wir schauen noch mal. Ja. Aber keine super Sicht. Jetzt geht sogar Regen los. Das ist ganz gut.
weil man sollte es auf jeden Fall so timen, dass man auch noch mal eine volle Nacht in der Mitte des Kanals hat, weil hier die Westansteuerung ist noch ziemlich breit und scheinbar fahren doch nicht so viele Einheiten bis an die französische Küste, als wenn wir jetzt in der Mitte gefahren wären vom Ärmelkanal. Das wird sich natürlich gleich ändern, wenn wir zu den Channel Islands kommen, weil das ist ja nun mal britisch. Und vielleicht haben wir Glück, dass die Sicht, die ist nicht gut, das ist unser Vorteil, dass wir dann tauchen können. Ja, es gewittert sogar. Da werden auch die Flugzeuge eine schlechte Sicht haben. Es ist jetzt dunstig. Das ist ganz gut. So, Luke ist dicht. Ja, soweit alles okay. Um die Torpedos brauchen wir uns nicht großartig zu kümmern. Wir können höchstens mal die Kombüse schauen. Viel hatte ich ja da nicht mehr. Ja, es sieht aber noch gut aus. Wir haben sowieso nicht mehr. Wir haben ja noch hinten in dem kleinen Hecklager haben wir noch eine Notration drin. Aber wenn wir durch den Ärmelkanal durch sind, dann können wir in Helgoland bunkern zur Not. Verhungern wird die Mannschaft nicht. Ich behalte das mal. Und ein Ersatzteil, das könnte mir eigentlich jemand geben. Wollen wir mal gucken. Der hier, der hat vier Ersatzteile, aber der wartet gerade. Der hat fünf Ersatzteile und unser IO hat auch fünf. Also sollte der sich mal. Ach, ich habe ja noch den Horst Weber. Wenzel soll sich mal dieses eine Ersatzteil holen. Dann haben wir einfach frei. Als wir auch die Lebensmittel hier oben von der Kiste holen müssen. Da sind noch mal 16 Rationen drin. So, okay, jetzt holt er sich seine Ration. Das sieht alles ganz gut aus. Die Sicht ist nicht besonders. Ja, wir haben volle Besetzung auf der Brücke. Sehr gut. Regnet, schlechte Sicht. Das ist alles für die Ärmelkanaldurchquerung sehr gut. Wir warten auf die Dunkelheit. Wir haben volle Batterien. Luftreserven, Kaliumabsorber, alles noch nicht benutzt, alles noch da. Und wir können hier, ja, auch eine ganze Weile uns auf den Grund legen, wenn es haarig wird. Wenn der Pulk erstmal kommt und abwarten, bis es dunkel wird, um wieder aufzutauchen, damit wir Luft holen können. Okay, dann würde ich sagen, dann werden wir das ausnutzen und hier nochmal einen Schub geben, ganz frech, ungetaucht, und hoffen, so, und jetzt sollten wir nochmal rundhorchen. Funky geht. Der ist voll ausgeruht, der geht in den Horchraum und simpt sich noch einen Kollegen mit. Und Horst Weber, der soll sich mal ruhig noch ausruhen.
Und wir schicken. Der wartet gerade. Na, lassen wir mal kurz die Maschine so laufen. Wir wollen sowieso runter. Kleine Fahrt. Und mal runter. Wie viel haben wir hier? 50 Meter wieder runter auf knapp 30 Meter. Schleunigen wir mal. Tiefenruder ist nicht. Und da haben wir schon den Überblick. Stopp. Können wir vielleicht noch mehr. Ah ja. Würde mich ja mal interessieren, ob das jetzt Franzosen sind, was ich aber nicht glaube. Wir wollen es auch lieber nicht so genau wissen. Und das war klar. Vielleicht sollte ich doch lieber nicht. Wir lassen das mal, wir liegen ja jetzt kurz. Wir lassen das mal ganz kurz laufen. Ja. Ist klar, die bewegen sich da hin und her. Das bedeutet, als ob die KI das geahnt hat, dass wir von den Channel Islands her von Süden mehr kommen und haben hier uns drei Gruppen. Das können Schnellboote, das können Korvetten, das wird alles Mögliche sein. Ist da noch eine hinter? Ja, also dann können wir uns jetzt hier zwischen den Inseln, das werden wir nicht machen. Wir werden hier hochfahren. Weil das ist mir zu viel und da unten 3 bis 6, ja, ob das Frachtschiffe sind, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind auch Kriegsschiffe bei. Dann werden wir wieder auftauchen und so viel Luft wie möglich tanken. So, unseren Jens Funky schicken wir wieder. Warum? So. Ja, schönes Schiedwetter. Sehr gut. Gewitter und es ist um 16.33 Uhr schon stockfinster. Wir haben ja auch Januar. Brücke ist noch voll besetzt. Wir haben ein richtiges Schiedwetter. Sehr gut. Da hinten sind schon die Channel Islands offensichtlich zu sehen. Mal gucken, ob wir da was sehen. Na, die See, die geht so schwer. Besser mit dem Filter. Und sich gerade quer ab. Tja, hier ist überhaupt nichts zu sehen. Na, sechsfachen von der Brücke aus. Außer den Blitzen. Ich sehe doch da was. Ja, dann würde ich sagen, wer ist ausgeruht? Herr Menzel, der soll an die Maschinen jetzt gehen. Und wir geben voll Power. Dass ich wieder rankomme. Nee,
müssen ein bisschen Sprit sparen. Große Fahrt voraus reicht aus. So, ansonsten sind alle ganz gut ausgeschlafen. Funkgerät interessiert uns alles derzeit nicht. Wir wollen hier nur lebendig durchkommen. Was sind das da hinten? Sind das Blitze? Okay, an die Karte, Hoffmann, damit wir nicht unseren Kurs verlieren und auch ein bisschen Sprit sparen. 30%, 40% Einsparung, sind wir wieder bei 10.500 Kilometer, über 5.000 Seemeilen, die wir fahren können, kein Problem, wenn wir durch den Kanal durch sind. Jo, Mensch, dann wollen wir mal auf die Karte gucken und Gas geben. Tja, hilft alles nichts, wir müssen jetzt in die Gefahrenzone rein, hier wird es jetzt haarig. Wie hier die Wassertiefen sind. 52, alles wieder. So, hier wird sogar 11, 7. Oh, das ist ja mager. Wenn wir mal lieber so fahren. Tja, da müssen wir jetzt mitten in die Gefahrenzone rein. 60 Meter, 70, 100 Meter. War sogar bisschen mehr zur Normandie hin. 76, 70er Meter reicht völlig aus, um uns auf Grund zu legen im Notfall. So, und dann würde ich jetzt sogar mal ganz frech sagen, aufgetaucht. Die Wachen sind bezogen, miese Sicht, wir bleiben oben. So lange wie möglich, bis wir was in Sicht bekommen, hoffentlich nicht zu überraschend. So, jetzt ist Wachwechsel. Das geht leider nicht, mein Lieber. Du musst auf der Brücke bleiben. Nichts mit Pause, jetzt bringen wir natürlich meinen Dienstplan durcheinander, aber das ist ja hier Notfall. Okay. Horchen bringt nichts. Funker interessiert uns nicht. Wir haben eh kein Radar und kein Funkmessgerät für die Luftwaffe, aber ja. Es ist Winter, Schiedwetter, sehr gut für uns, weil das ist nämlich jetzt der gefährlichste Part. Sehr gut. Äußerste Fahrt, egal, der Spritverbrauch soll es nicht interessieren. Und die Dunkelheit ist auf unserer Seite. Bei dem Gewitter wird auch kein Flieger hochsteigen. So, ein Blick auf die Karte, das ist nämlich hier jetzt die gefährlichste Zone. Hier hatte ich unglaublich viele Schiffe, die waren jetzt mehr, war mir auch klar, wenn ich hier unten lang fahre, dass die KI mir hier die Schiffe vor die Nase setzt. Das hören wir jetzt mal mit äußerster Kraft voraus, auch wenn uns das viel Sprit kostet. Oh, ist das eine schlechte Sicht, sehe aber sehr gut. Wir sehen nichts, aber der Feind sieht auch nichts. Wie sieht denn jetzt das Wetter aus? 1944, ja, super. Äußerste Kraft voraus. Was haben wir denn hier? 15 Knoten Fahrt, sehr gut. So, Kartentisch sind mit allem besetzt. Ja, wir sparen immer noch 40%. Kaloy kann noch, zur Not geht dann Kaffee trinken.
der Engler Funkbereich. Kapitän. So, den brauchen wir jetzt nicht an der Funke. Wir schauen mal nach. Vier Torpedos sind geladen für den Notfall. Die müssen nur vorgewärmt werden. So. Sollen wir ruhig einen Kaffee trinken? Der hat selber noch welche im Rucksack. War mal. Ach, das ist hier auch so ein Bug, sagen auch viele. Mit dieser Luke hier gibt es Probleme. Ist ja also teilweise wieder. So, alles soweit in Ordnung. Tiefensteuerung verbessern brauchen wir jetzt nicht. Karte ist besetzt. Ping flach kann nicht gehört werden. 100 Meter Wassertiefe, 101 Meter. Lenzpumpe schnell mal abpumpen bei dem Schiedwetter. Haben wir ein bisschen Wasser drin. Okay, Lenze wieder aus. Kreiselkompass ist an. Wenn wir mal oben kurz gucken, ob die Luke oben auch dicht ist. Ja, alles dicht, wunderbar. Nicht, dass uns da bei dem Schiedwetter die Bilge vollläuft. Ja, okay, dann würde ich sagen, Funknachrichten interessieren uns nicht. Wir haben unseren Auftrag. Dann leg dich auch in die Koje. Sollen sich alle ausruhen, bevor es ernst wird. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommen wir in die Passage von Plymouth und Isle of Wight. Hier und hier ist am meisten los. Die Erfahrung zeigt, dass es hier meistens gar nicht mehr so wild wird, wenn wir Glück haben. Wir werden uns mal jetzt, glaube ich, wieder hier unten halten. Mal sehen, ob die KI uns dann die Schiffe alle nach unten schickt auch wieder. Wir gehen mal jetzt auf große Fahrt. 63 Meter, 60er Meter, das ist gut, das lassen wir mal so. Und wir nützen mal das schlechte Wetter aus. 22 Uhr, jetzt haben wir stockfinstere Nacht. Das ist eigentlich eine traumhafte Passage, weil hier ist es eigentlich am schlimmsten. Da sind wir ja schon durch. Das sieht sehr gut aus. Wir haben auch mit dem Wetter ein super Glück. Dann würde ich mal sagen, 15, alles um die 50 Meter, dass wir gar nicht zu sehr da reingehen und den Schutz der Nacht ausnützen. Und dann nochmal rundhorchen. So, dann gehen wir nochmal runter. 30 Meter. Oh, wir haben ja gar nicht so viel. 36 Meter. Da legen wir uns ja fast auf Grund. Wenn wir mal noch ein bisschen uns da. Ja, egal. 34 Meter. Und ich stimmt das auch. Wollen wir mal gucken. Sehen wir irgendwas? Also ein bisschen Wasser haben wir noch. Ein bisschen Wasser haben wir noch unterm Kiel. Okay. Da wir gleich wieder hochgehen, machen wir auch kein Blaulicht. Wir könnten natürlich den Kreiselkompass, wen haben wir denn hier gerade? Tiefenruder soll er mal den Kreiselkompass ausschalten. Und wir machen wir auch Blaulicht, wenn er schon da ist. Okay, dann mach auch gleich Blaulicht.
69%. Wir müssen dann wieder die Kompressoren anschmeißen. Torpedo-Instandhaltung, mein Gott. Der soll damit aufhören. Geh ins Bett. Wir wollen horchen. So. Liegen wir auch. Wenn wir mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Der braucht ein paar Minuten, um mal zu horchen. Ach, Mensch. Also, ich bin neu. Idiot. Herr Kaloy? Funky muss natürlich. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Bescheuert. Was macht der denn da, der Peters? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Schiffsschrauben war klar. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Kapitän? Geh schlafen, wir brauchen dich da nicht. So, was hört er denn Feines? Schiffsschrauben. Ach, die. Die sollen uns nicht interessieren. Die sind Achter aus. Hinter uns. Und wir werden natürlich jetzt hier einen Teufel tun, weil wir haben ja einfach unsere Patrouille noch nicht mal gerade mal ein Viertel abgeschlossen. Wir werden einen Teufel tun und umdrehen und da irgendjemand angreifen. Es werden 2 bis 4 sowieso Kriegsschiffe sein. Vermutlich Schnellboote. Wir können es ja mal gucken, wenn wir schnell laufen lassen, wie schnell die sich bewegen. Ja, ist klar, dass er uns da was hingeschickt hat. Mal gucken, setzen wir mal einen Punkt. Mein Gott, 42 Minuten. Die bewegen sich von uns weg. Kein Problem. Oh je, das Video wird zu lang. Ich glaube, ich muss 2 Teile draus machen. Denke ich mal. Ja, die bewegen sich von uns weg. Keine Gefahr. Auf jeden Fall nicht auf uns zu. Was haben wir hier für eine Distanz zu denen? Können wir sogar... Ja, 20 Kilometer, da können wir sogar locker auftauchen. Können wir auch gleich wegmachen. Da oben sind auch noch welche, die interessieren uns auch nicht. Können ja nochmal ganz kurz... Ja, die fahren von uns weg. Jo, was sagt die Zeit? Es ist, wir werden mal, wir brauchen jetzt auch das Tiefenruder nicht zu besetzen, weil da kommen wir ohne Probleme hoch die 30 Meter und werden wieder auf Periskoptiefe mal gehen. Nochmal sicherheitshalber einmal rund schauen, bevor wir wieder auftauchen. Aber ich denke, wir sind... wir sind auf der sicheren Seite und schauen noch mal ganz kurz hier durchs Beobachtungsperiskop. Da sehen wir kaum was in dem Periskop. Bei dem schweren Wellengang. Da ist das Angriffsteleskop ein bisschen besser. So, weiter kriegen wir das nicht raus. Genau, mal nach oben gehen. Ist vielleicht das besser? Nee, das. Ja, ist fast besser bei dem Wetter. Ja gut, wenn jetzt jemand ans Tiefenruder gehen würde, beziehungsweise ans Steuerruder, dann würde, aber die, es liegt eigentlich ganz gut, weil es ein erfahrener Mann ist, der Captain.
gucken uns mal ganz kurz um, aber ich glaube, es ist mitten in der Nacht, es ist stockfinster. Ja, kein Problem. Auftauchen. Und weiter geht der wilde Ritt Richtung Niederlande. Ja, also hier zum Abschluss, weil es jetzt verdammt lang geworden ist mit 45 Minuten, aber die Ärmelkanaldurchfahrt ist natürlich ähnlich wie Gibraltar, das ist ja noch gefährlicher. Obwohl, es nimmt sich jetzt beides nichts mehr. Nach dem Update haben sie ja gesagt, dass sie im Ärmelkanal weitaus mehr Schiffe, habe ich auch erlebt, und Flugzeuge. Postieren wir haben ein Riesenglück hier gehabt. Das Wetter, die Uhrzeit. Ansonsten muss man sich auch manchmal hinlegen, einen halben Tag warten, getaucht und dann wieder auftauchen. Die Luftkammern füllen und dann wieder abtauchen und abwarten, weil man sollte schon versuchen, hier die gefährlichen Passagen in der Dunkelheit über Wasser zu machen, da wir noch keinen Schnorchel haben und die Batteriekapazität auch noch nicht besonders ist, wir also nicht lange tauchen können und uns das lieber für den Notfall aufheben. Und wir haben eigentlich das Schlimmste schon geschafft. Hier könnte noch mal was kommen. Da kann noch mal was kommen, aber meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass hier gar nicht so viel los ist, sondern das meiste sich hier eben um Plymouth herum abspielt, in dem Raum, da sind wir schon durch, und hier vor allen Dingen in dem Raum und dann natürlich hier auch wegen den Flugzeugen, Flugzeugstaffeln der RAF. Wie wir gesehen haben, eben auch die Kanalinseln, die britischen. Wenn man also doch hier meint, sich an der französischen Küste vorbei, dann schickt die KI doch jede Menge Wachboote hier auch. Ist ja eigentlich auch klar, es sind immer britische Inseln gewesen. Noch sind sie nicht von den Deutschen besetzt, noch sind beides Feindesküsten. Aber den Rest werden wir schon schaffen. Okay, gut, ich muss Schluss machen, denke ich mal, weil es wird doch eine lange Upload-Zeit geben bei 47 Minuten. Wir wissen ja auch alle von YouTube, dass die meisten auch gar nicht so lange, wenn es mal in Pause versetzen, so lange schauen meistens die Videos. Es war ja jetzt auch keine spannenden Angriffe, aber es ist insofern spannend, wie man hier heil durch den Ärmelkanal kommt. Und ihr seht, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter und wenn man die Zeiten gut abpasst. Ansonsten auf der Ost-West-Passage, als ich nach La Rochelle fuhr, dort hatte ich viel, viel mehr Probleme und musste öfters mal wegen Fliegern, also Fliegeralarm und wegen den britischen Einheiten eine ganze Weile abtauchen und abwarten, bis sie vorbeigezogen sind. Habe sie dann nur beobachtet, mich auch einmal auf Grund gelegt, und hier war das überhaupt gar nicht nötig. Also man kann durchaus auch Glück haben, auch wenn es nun leider dann nicht so spektakulär ist als Video, aber es geht ja auch eben um die Frage, wie kommt man heil durch, und man kommt durch. Ich habe das jetzt schon so häufig gemacht. Man muss nicht diesen riesen Umweg hier über Scarra Flow oben, über Nordschottland und die Hebriden machen, über Irland, wenn man da gar nichts zu tun hat, sondern man kann durchaus durch den Ärmelkanal passieren. Das ist auch nicht so wirklich eng wie hier in der Meeresenge von Gibraltar. Das ist weitaus gefährlicher. Ja, okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann würde ich euch bitten, liken, wenn es euch gefallen hat, linken und abonnieren. Kommentare schreiben, bis der Bleistift qualmt. Und dann geht's weiter mit Wilhelmshaven, Helgoland. Unsere Mission müssen wir hier auch noch beenden, bevor wir wieder zurück dürfen.
in unsere Wilhelmshavener Basis. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.